Wir wurden gegen 9.15 Uhr alarmiert zu einem Feuer im Hochhaus. Dort wurde die Rauchentwicklung im 24. OG gemeldet und die Meldung war auch mit Personen, die sich noch im Brandobjekt befinden würden. Als wir hier mit den ersten Kräften vor Ort waren, wurde Rauchentwicklung, sichtbare Rauchentwicklung aus dem 24. Stock sichtbar. Aufgrund des Lagebildes sind wir sofort mit massiven Kräften zur Menschenrettung ins 24. OG. Das heißt, wir sind mit drei Trupps zur Menschenrettung vorgegangen, haben dort dann eine leblose Person in der Brandwohnung vorgefunden, die wir sofort gerettet haben und reanimiert haben. Also nach umfassender Reanimation mussten wir leider feststellen, dass die Person verstorben ist. Der Notarzt hat also zusammen mit der Rettungsdienstbesatzung die Reanimation dann abgebrochen und es kam jetzt zu sicheren Todeszeichen. Also wir bauen auch aktuell unseren Einsatz zurück. Die Nachlöscharbeiten sind abgeschlossen und wir haben die Einsatzstelle jetzt in dem Moment der Polizei übergeben. Wir haben noch eine Person, wo sich mutmaßlich um eine Angehörige der verstorbenen Person handelt. Die betreuen wir gerade im Rettungswagen und die wird vom Notarzt und Rettungsdienst versorgt derzeit. Wenn Feuer in einem Hochhaus gemeldet ist, dann gibt es eine spezielle Einsatztaktik. Die sieht so aus, dass wir auf jeden Fall mit zwei Zügen anfahren, weil die große Problematik ist, dass wir das Equipment ja in die entsprechenden Obergeschosse bringen müssen. Die Taktik sieht dann so aus, dass wir zwei Geschosse unter der Brandwohnung ein Depot einrichten und uns von diesem Depot dann einsatztaktisch entwickeln. In der Regel haben Hochhäuser einen zweiten baulichen Rettungsweg und Feuerwehraufzug. Auch in dem Gebäude ist es vorhanden. Deswegen konnten wir hier den Feuerwehraufzug nutzen, der dann uns hochbringt. Das ist aber ein spezieller Aufzug, weil der normale Aufzug im Hochhaus wird im Brandfall nur noch nach unten fahren und ist mir nicht mehr zu benutzen dann. Wir sind mit drei Zügen vor Ort. Das sind ungefähr 60 Einsatzkräfte und wir haben zusätzlich fünf RTWs und zwei NFs vor Ort.